Servus und willkommen hier bei Max Works. Ich bin immer noch der Max und wie ihr seht, geht es weiter mit meinem kleinen Kinderzimmerprojekt. So, ich habe wieder eine freie Lunge und ich glaube, ich habe sogar mal geduscht dazwischen, nachdem ich mich hier fröhlich eingesandet habe mit der Decke. Der Schlitz ist drin, das Loch ist drin, das Loch für die Dose ist drin und jetzt geht es weiter. Das heißt, ich muss jetzt als allererstes mal die Unterputzdosen hier einbauen. Die gibt es in 40 mm und in 65 mm, je nachdem, was ihr damit vorhabt. Die wenig Tiefen, also 40 mm reicht für eine Steckdose, für Schalter braucht ihr tiefer. Die sind auch zum Zusammenstecken, die haben hier so seitlich so Durchgangskanäle und dann kann man die ganz einfach zusammenstecken, wenn man mehrfach Steckdosen oder mehrfach Schalter haben möchte. Das habe ich jetzt bei der bloß weggeklipst, weil hier habe ich das Loch recht eng und da brauche ich das nicht. Da müsst ihr euch natürlich davor überlegen, wo kommt das Kabel her und natürlich auch die entsprechende Kabelöffnung dafür schon mal freistanzen. Und hier haben wir diese zwei kleinen Löcher, wo wir später Schalter oder Steckdose wieder festschrauben können. Die sollten natürlich später seitlich davon sein, weil so bringt es nichts, dann hängt der ganze Schalter und die ganze Steckdose schief. Also entweder oben und unten oder seitlich. Ich mache seitlich. Und dann geht es natürlich erstmal, schaue ich mir nach, ob die Dose überhaupt reinpasst. Sie ist verschwindet, wenn ich sie ganz reindrücke. Ich möchte sie aber natürlich vorne putzbündig dann eingebaut haben. Das heißt, ich habe hinten genügend Platz, um sie einzugipsen. So, apropos eingipsen, wie mache ich das? Ich kann einen normalen Gips nehmen, der hat natürlich eine recht lange Anziehzeit und ich kann danach nicht wirklich schnell weitermachen. Deswegen gibt es einen speziellen Bau- und Elektriker-Gips. Der hat den Vorteil, dass er innerhalb von 8 Minuten schon anzieht und hart wird. Das heißt, ich kann hier anfangen und wenn ich mit dem Zimmer fertig bin, alle Dosen zu setzen, dann ist der hier schon hart und ich kann mit dem Kabel weitermachen. Beim normalen Gips müsste ich wahrscheinlich den ganzen Tag warten. Da gilt immer schön dran halten, was die Herstellerangaben betrifft, wie man den anmischt. Bei meinem von Knauf in dem Fall ist es 2 Raumteile vom Gips und 1 Raumteil vom Wasser. Raumteil ist ungefähr so eine tolle Maßeinheit wie Fußballfelder. Wichtig ist, nehmt ein Gefäß, das immer gleich bleibt. Ich nehme hier so einen Plastikbecher, den kann ich einmal mit Wasser füllen, habe ich 1 Raumteil, nehme ich 2 Teile vom Gips. 2 Becher Gips, habe ich das ganze Mischungsverhältnis. Ich mache jetzt erstmal wenig, halber Becher Wasser, ganzer Becher vom Gipspulver. Das rühre ich mir hier in so einem kleinen Mörtelwändchen an und danach setzen wir die Dose. Das Ganze dann auch wieder je nach Hersteller sauber einbröseln und dann einsumpfen lassen. Also kurz anziehen lassen im Wasser, bevor man dann umrührt. Währenddessen kümmere ich mich nochmal kurz um die Dosenöffnung. Ja, wenn ich den Gips jetzt genau so da reinschmeiße, dann wird er auf der Rückseite wahrscheinlich verbrennen, sprich das Wasser wird in den Ziegel gezogen, der Gips trocknet zu schnell aus und die Dose hält nicht. Deswegen auf solche Stellen auf saugenden Untergründen einmal anfeuchten, geht am einfachsten mit einem Schluck Wasser. Thema erledigt, kann der Gips nicht mehr verbrennen. Ja, meiner ist jetzt so, ich würde jetzt mal sagen, streichzart, Konsistenz Frischkäse. Da fühle ich mich jetzt eigentlich recht wohl, den kann ich jetzt einfach hier sauber in die Öffnung reinschmieren. So viel, dass einfach die Dose schon mal gut ausgefüttert ist. Den Rest macht später der Putz. Wichtig ist einfach darauf zu achten, dass die Öffnung, die wir vorhin extra für den Kabeleinlass gemacht haben, dass wir die nicht unbedingt wieder verstopfen. Jetzt schauen wir, wenn ich alles richtig mache, dann passt das da wieder rein. Also ich gleich mal meinen Kabeleinlass da oben zugemacht. Und dann heißt es ausrichten, dafür am besten ein großes Kreuz davor schon mal an die Wand malen, dass man weiß, wo die Dose sitzen wird und dann schauen, dass die auch flächig in der Wand liegt. Gerade bei der Sanierung, im Neubau ist es was anderes, da habe ich andere Notwendigkeiten, da muss es überstehen für den Putz. Aber hier jetzt in der Sanierung muss ich putzgleich sein. Das schaue ich mir jetzt hier mit der Wasserwaage nach, ein bisschen noch. So, meine ist jetzt überall putzbündig, dann schaue ich nochmal, dass sie im Wasser liegt zwischen den 2 Öffnungen. Ein bisschen drehen noch, solange es noch geht, weil der Putz, also der Gips, wie man sieht, zieht schon an, ist schon so gut wie fest. Da geht jetzt eigentlich nichts mehr. Aber wir sind perfekt im Wasser. So, die Dose sitzt.
Und man sieht wirklich, der Gips ist jetzt schon fast fest. Das heißt, die Dose ist innerhalb von 10 Minuten jetzt wahrscheinlich da drin komplett fest. Ich kann das Kabel einziehen, ohne die Dose da wieder rauszureißen. Ich lasse die jetzt noch fertig abbinden und dann ziehen wir dann Kabel ein. So, das Kabel habe ich jetzt mal durch die Decke durchgezogen. Je nachdem, wo euer Kabel herkommt, kommt es woanders her. Bei mir kommt es aus der Decke. Jetzt ist auch die Dose mittlerweile fest genug abgebunden, dass ich mich da traue, ein Kabel durchzuschieben. Das mache ich jetzt einfach mal schnell. Ich habe da jetzt einfach sehr großzügig überstehen lassen, weil ich kenne mich. Mir fehlt am Schluss der letzte Zentimeter und lieber habe ich jetzt zu viel als später zu wenig. Damit das Kabel jetzt natürlich nicht so irgendwie lose da drin liegt, müssen wir es ein bisschen festmachen. Oder muss ich es ein bisschen festmachen? Und ich habe mir hier einfach so Nagelschellen gekauft. Bei mir wird das Kabel jetzt einfach in den Wandschlitz eingelegt und dann einfach überputzt. Ich habe schon festgestellt, ich werde ein bisschen fluchen wahrscheinlich, weil meine Schlitze sind genauso konstruktiv so breit wie meine Nagelschellen. Ich hätte mir einen Millimeter mehr gönnen können. Zimmer, da kann er mit dem Hammer umgehen. Wenn ich ganz ohne kriege, dann gehe ich leiser. So, ihr habt gesehen, mit den Nagelschellen hat es so mehr oder weniger gut funktioniert. Liegt aber auch ein bisschen daran, ich mache hier eine kleine Sanierung, da weiß man nie, wie der Ziegel so ist. Meistens habe ich dann die Hochlochkammer getroffen oder der Mörtel ist so hart angemacht, man kommt einfach nicht rein. An den Stellen, wo es jetzt ging, habe ich es gemacht. Und ich habe jetzt einfach zusätzlich noch mal ein bisschen was von dem Elektriker-Gips mit aufs Kabel gegeben, dass es einfach schön in der im Schlitz bleibt und einfach nicht mehr rausfällt, bis ich jetzt dann zum Verputzen komme. Ich habe jetzt den Elektriker-Gips da mal schön über Nacht durchtrocknen lassen, damit es alles schön fest ist. Und jetzt kann ich eigentlich loslegen und die Schlitze wieder möglichst unsichtbar zu verputzen. Ich weiß nicht, wie gut ich das schaffe. Das ist mein erstes Mal. Wir werden schauen, was passiert. Was ich mir aber noch besorgt habe, solche Dosendeckel, damit ich da den ganzen Putz nicht in die Dose da unten reinschmiere, sondern den machen wir jetzt einfach mal schnell drauf. Und wenn ich den nämlich drauf habe, dann kann ich da sauber drumherum putzen und schmiere mir den ganzen Putz nicht in die Dose. Die Fähnchen sind für was anderes gut, das ist im Rohbau. Wenn die Dose wirklich raussteht und ich wirklich drüber putze, dann kann ich da drüber putzen und die Fähnchen bleiben immer durch den Putz rausstehen. Und der Elektriker findet ihn nachher wieder und der Putzer versteckt ihn nicht alle in der Wand. Bei mir ist nicht so wichtig, weil ich drumherum gehe und da rein. Bevor ich jetzt aber hier den Putz reinschmiere, man sieht, das bröselt noch, werde ich hier einmal den kompletten Schlitz nochmal mit dem Staubsauger raussaugen und dann mit dem Pinsel vornässen. Man könnte auch einen Tiefgrund rein, damit es richtig tief absperrt. Ich denke, ich habe einen Haftputz, da sind Haftzuschläge mit drin. Ich wässere das bloß an, so wie mit dem Elektriker gibt es gestern, damit der Putz auf der Rückseite nicht verbrennt. Ich habe mich zum Verputzen jetzt für einen Gipsputz entschieden. Ich nehme hier ein Rotband. Das ist, mit dem kann ich Wände grundverputzen, kann ich Wände fertig verputzen. Das ist ein Gipsputz. Ich kann aber auch, wie hier in der Sanierung, einfach auch Schlitze damit wieder schließen oder Wände ausbessern. Der Vorteil, der hat auch ein paar Haftzuschläge schon mit drin. Dadurch hält der an sich schon mal besser als ein normaler Gipsputz ohne diese ganzen Zuschläge. Mischungsverhältnis wie immer vom Hersteller beachten. Hier ist es 2 Raumteile Wasser auf 3 Raumteile Putz. So, wie gesagt, erstes Mal. Mal schauen, was das wird.
Also, ich bin für mein erstes Mal Schlitzverputzen, bin ich zufrieden. Profi kriegt das garantiert 100-mal besser hin. Aber ich werde es jetzt nachher, ich lasse den jetzt ein bisschen anziehen, jetzt ist er noch sehr weich. Und wenn er dann mal ein bisschen angebunden hat und die Oberfläche schon etwas härter ist, werde ich dann mit der Schwammbrett das Ganze nochmal anschlemmen und dann sauber glatt abziehen. Und was danach nicht passt, kann ich mit dem Glättspachtel, mit dem Feinspachtel ja einfach nochmal nachbessern, weil die Fuge ist doch sehr groß. Es kann schon sein, dass er nach innen in die Wandschüssel durchs Austrocknen und das kann ich entweder mit dem zweiten Putzgang oder mit dem Feinspachtel später einfach ausgleichen. Und nach dem Malern soll das eine glatte Oberfläche sein. Endlich fertig. Ich werde jetzt dann das Zimmer hier aufräumen. Wenn das aufgeräumt ist, dann kann ich endlich mit dem Fußboden weitermachen. Aber das seht ihr in einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr auch was gelernt und wenn was noch viel besser wäre, wenn ihr was besser wisst als ich, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Dann lerne auch ich noch was Neues dazu. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, Abo und Glocke nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus. Du weißt übrigens, dass genügend Wasser auf die Wand geben hast, wenn drüben schimmelt. Schlaue Ratschläge von jedem Architekten.